Hallo meine Lieben, lasst euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist sehr traurig, was heute alles so abläuft. Die Daumen drunter sind für mich nicht so relevant. Es sind nur unverständlich, wie manche Leute, so Christen, angeblich Christen denken. Heute habe ich wieder ein paar Kommentare gelesen. Ja, es gibt keine Vorentrückung. Und weil Sie haben natürlich die Bibel durchstudiert, aber wenn ich Ihr Studium betrachte, sind Auslegungen von anderen. Und ich denke, wenn wir etwas sagen möchten, sollen wir nicht auf Auslegungen uns festlegen, sondern auf das Wort Gottes. Auslegungen sind gut, aber die Auslegungen auch von Laszlo muss man prüfen, ob das wortgemäß ist, ob das wahrheitsgemäß ist. Und nur weil der eine sagt und der andere sagt, ist sehr gefährlich, eine Behauptung zu stellen. Sehr gefährlich. Ab gestern Sonntag war ein sehr schönes Bibelvers, was mich begegnet hat, was der Herr mir gegeben hat in Jesaja 60, 2. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdkreis und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die letzten Tage, dass mein Vater gegangen ist, hat der Herr mich überschüttet mit solchen Verheißungen. Und ich glaube dem Herrn. Die Tatsache ist, dass derjenige, der sagt, dass es keine Vorentrückung gibt, der muss Paulus als Lügner darstellen. Und wer Paulus als Lügner dasteht, der nennt Jesus Christus auch als Lügner und er nennt den Vater auch als Lügner. Und es kann sehr gefährlich werden und dafür weiß ich nicht, wie der Herr dann richten wird über das der eine oder das andere. Es ist wichtig, sehr wichtig, die Verheißungen, auch was Paulus für die Nationen. Paulus ist ein Apostel der Nationen und nicht ein Apostel Israels. Paulus sagt deutlich, in Christus gibt kein Jude, kein Grieche. Es sind nur die Nationen. Und Paulus hat die Botschaft, die Verheißung für die Nationen erhalten von dem Herrn Jesus Christus, von dem Vater. Und das beruht nur auf Wahrheit. Alles, was aus Gott geboren wird, alles, was aus Gott des Mund kommt, ist Wahrheit. Die 70. Jahrwoche bezieht sich nur auf Israel. In Daniel 9 ist es sehr deutlich gesagt, und die ganze 70. Jahrwoche
Von dem ersten Tag, wo der Bund beschlossen wird, wo der Mensch der Sünde aufsteht, bis zu dem Kommen des Herrn ist die 70. Jahrwoche, was eigentlich Israel betrifft. Daniel 9 ist eindeutig und die Offenbarung nochmal eindeutig. Und das hat mit dem Evangelium des Nationen überhaupt nichts zu tun. Da wird nicht mehr das Evangelium der Nationen verkündigt, sondern das Evangelium des Reiches verkündigt. Und das können viele leider nicht unterscheiden. Da hat mir ein lieber Bruder zugeschickt hier, warum es keine Vorentrückung gibt, weil angeblich war so ein John Nelson Darby und eine Schwester namens Margaret McDonald und die haben Erscheinungen oder was auch immer gehabt. Und ja, da bin ich auch nicht so begeistert über diese Aussagen. Ich beziehe mich auch nicht auf diesen Nelson und auch nicht auf diese Schwester und so, sondern ich beziehe mich alleine auf das, was Paulus uns gesagt hat. Das ist für mich wichtig. Und nicht das, was der eine oder das andere sagt, sondern das, was unser Vater in Jesus Christus dem Paulus selbst gegeben hat, uns weiterzugeben. Und in erster Reihe ist so, dass wir gestorben sind mit dem Christus. Und Tote können ihre Kleider nicht mehr waschen. Tote sind tot in Christus. Deswegen sagt Paulus deutlich, lebe nicht mehr ich, sondern der Christus in mir. Und wenn ich Tempel Gottes bin, dann muss ich noch in die Stunde der Versuchung reinkommen, was die Bibel deutlich sagt, das ist die Versuchungszeit der Drangsal Jakobs und nicht der Nation. Was viele auch nicht sehen wollen, Paulus warnt nirgendwo vor dem Mensch der Sünde. Warum? Weil wir den nicht begegnen werden. Weil wir in seine Zeit nicht eingehen. Nirgendwo warnt Paulus vor des Kommen des Mensch der Sünde. Er sagt nirgendwo, zum Beispiel bei Timotheus redet er sogar von den Endzeit, Endstunden. Er sagt hier, bei Timotheus 1,4, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten ja, manche vom Glauben abfallen werden, aber nicht wegen der Mensch der Sünde, sondern betrügerische Geister in Vielzahl und Lehren von Dämonen achten. Und Paulus erweitert das, wer soll, kann es lesen weiter. Er redet über Fabeln, über nicht mehr die Wahrheit des Wortes. Ihnen jucken die Ohren. Die wollen nicht mehr die Wahrheit aus Gott, sondern ihre eigene, weil hier der Geist der Lüge am Werk ist. Aber nicht personifiziert als Mensch der Sünde. Und wer eigentlich schon sich Zeit genommen hat und mal Epheser 6 gelesen hat, dann kann man auch eine Verbindung setzen mit 1. Timotheus 4,1. Da sagt Paulus, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, wie der Mensch der Sünde kommen wird in Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelwelt und nicht auf der Erde. Sondern wir haben mit geistliche Wesen in den Himmelwelt. Warum? Weil wir
laut Epheserbrief, im Geiste schon im Himmel sind. Deswegen redet Paulus sehr, sehr deutlich, wir erwarten nur die Erlösung unseres Leibes. Wie in Korintherbrief 1,15 er beschreibt, die Verwandlung aus Verweslichkeit in Unverweslichkeit. Und diese Verwandlung benötigen wir, um ins Himmelreich kommen zu können. Paulus warnt nirgendwo in seinen Briefen und sagt, achte darauf, da wird der Mensch der Sünde kommen und wie wir er verführen, bitteschön. Da möchte ich wirklich die Leute, die sich dagegen streben, es gibt keine Vorentrückung. Es gibt keine Vorentrückung, es gibt nur eine Entrückung. Und das ist die Entrückung des Leibes. Er warnt nicht die Leute und sagt, es kommt der Mensch der Sünde. Und der Mensch der Sünde, was macht er, meine Lieben? Er wird große Zeichen machen, er wird Feuer vom Himmel bringen. Der wird große Sprüche und Lehren bringen. Er wird Macht zeigen in Fleisch und Blut, bitteschön. Doch Paulus warnt nicht gegen diesen, sondern er warnt in Epheserbrief deutlich, aber nicht nur in Epheserbrief, dass wir gegen Mächtigen der Himmelwelt zu tun haben. Es wäre eine gewaltige Lüge, dass wir der Tempel Gottes sind und dann einmal gehen wir in die 70. Jahrwoche rein und wir sind nicht mehr Tempel Gottes. Und plötzlich müssen wir die Gebote halten, müssen wir das Evangelium des Reiches verkündigen, was auf die Erde kommt. Ja, was sind mit der ganzen Verheißungen? Merkt ihr nicht, wie der Geist der Lüge euch beschattet? Für was habt ihr das Wort Gottes? Für was habt ihr das Gebet? Warum? Paulus sagt deutlich, wir sind mit Christus gestorben. Wir sind nicht hier, um uns dauernd die Kleider waschen in den Blut Jesu. Wir brauchen kein Siegel von Engel auf unseren Stirn. Wir sind versiegelt durch den Geist, der in uns wohnt. Und da in Epheserbrief die Waffenrüstung vorgelegt wird, das heißt, wenn wir eine Waffenrüstung haben, sind in diese 2000 Jahre Gnadezeit ein mächtiger Kampf des Glaubens, des Hoffens. Denn wir glauben und hoffen etwas, was wir nicht sehen. Und dann sollen wir nochmal versucht werden? Sind wir denn heute nicht genug versucht? Ist unser Glauben nicht oft auf der Probe gestellt worden? Ist unser Kampf oder die Waffenrüstung für das kommende Sohn der Sünde? Wie nicht nur Daniel, sondern auch die Offenbarung deutlich sagt. Was Paulus auch sagt im 2. Thessaloniker Brief, der kommen muss und er wird. Die Geister der Lüge, der Verführung, die arbeitet ganz deutlich heute, sagt Paulus. In der letzten Zeit sagt der Geist ausdrücklich, da kommt, es wird eine Vorbereitung und viele werden abfallen. Aber wisst ihr von was? Von der wahren Lehre. Von der wahren Lehre. Deswegen müssen wir umgürtet sein mit der Wahrheit, sagt Paulus. Und unsere Wahrheit ist das Wort Gottes. Und unser Apostel ist Paulus.
Er ist der Apostel der Nationen, bestimmt vom Vater, von unserem Herrn. Berufen, gesandt. Paulus ist derjenige, der sagt, weh mir, wenn ich dieses Evangelium, was mir gegeben worden ist, nicht verkündige. Aber diese Verkündigung endet mit dem Anfang der 70. Jahrhundert. Denn ab dann geht weiter mit dem Evangelium des Reiches, nun nicht mit dem Evangelium Paulus. Da sind nicht mehr die Nationen. Es geht nicht mehr um die Nationen, das Volk, was nicht mein Volk war. Das nicht Geliebte, Geliebte ist. Das ist die Zeit, in der wir noch leben. Aber die 70. Jahrwoche geht um Israel, ausdrücklich. Deswegen sind die 144.000 ausdrücklich Auserwählte, die auch geprüft werden in dieser Zeit. Auch das Überrest Israels, die werden auch geprüft in dieser Zeit. Und wegen diesen Auserwählten Willen wird sich die Zeit kürzen. Und da werden noch die zwei Ölbäume, was auch nur auf Israel sich beziehen, meine Lieben. Und nicht auf das, was Paulus uns verkündigt hat. Paulus erwähnt den Mensch, der Sohn der Sünde, nicht, weil wir ihn gar nicht begegnen werden. Natürlich ist es berechtigt zu sagen, Mann, der Paulus hat schon gewartet und er lag daneben. Es ist berechtigt zu sagen, ihr wartet schon 2000 Jahre, es gibt keine Vorentrückung, Gott hat euch belogen. Ja, man sagt es nicht so. Man sagt, ihr habt es nicht verstanden. Aber ist es richtig? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Paulus erklärt es eindeutig, dass wir Kinder des Tages sind. Und in der Zeit des Finsternis, was kommen wird, gehen wir nicht ein. Wer nicht glauben will an eine Vorentrückung, dann soll er den anderen glauben lassen und er soll nicht hier Tatsachen bringen über Personen oder Aussagen, sondern er soll sich auf das Biblische beziehen. Und dann können wir miteinander reden. Es ist das Drangsal Jakob, was kommt und nicht der Drangsal der Nationen. Und wer glaubt, dass wir heute kein Drangsal, Trübsal, Versuchung haben, der täuscht sich. Sonst würde Paulus nicht über die Waffenrüstung Gottes reden, den wir brauchen. Sonst würde er auch nicht sagen, dass der Geist andauernd kämpft für uns. Wir sind Tempel Gottes, wir sind tot. Mit dem Christus. Wir leben nicht mehr, sondern der Christus lebt in uns. Aber diese Aussage wird in der 70. Jahrwoche nicht mehr vorhanden sein. Das lebe nicht mehr ich, sondern der Christus in mir. Sondern das werden sie den Zeugnis Jesus haben, das Kreuz auf Golgatha, das geflossene Blut des Lammes, in dem sie sich dann reinigen werden. Deswegen, denkt mal nach. Denkt mal nach. Überprüft das auf das Wort Gottes. Und nicht auf Aussagen von dem einen, nicht auf Aussage von Laszlo. Laszlo kann auch menschlich sehen. Aber ich bezweifle das. Ich bin vollkommen sicher, dass meine Auslegung, auch wenn es nicht zu 100%, aber sehr annähernd ist, weil ich basiere mich nur auf das Wort und nicht auf das Gelernte, nicht auf das Gesagte von anderen Leuten. Für mich
ist Paulus, nachdem ich gehe, nachdem ich mich orientiere und natürlich die ganze Wort Gottes ist für mich sehr wichtig. Und das ganze Wort Gottes gibt mir auch Details auf das, was kommen wird. Ich habe so viel darüber gesprochen. Und dennoch kommen Leute nicht mit biblischen Hintergründen, sondern mit Aussagen von dem einen und dem anderen. Es gab immer mal falsche Propheten, mal gab immer mal falsche Seher. Aber eins weiß ich. Es gibt die Entrückung nicht vor Entrückung. Für mich ist schon dieser Begriff falsch, vor Entrückung. Es gibt keine Vorentrückung, es gibt die Entrückung des Leibes. Denn die Entrückung ist keine Entnahme, sondern die Entrückung ist eine Entreißung, ist, wenn der Geist Gottes von hier berufen wird, wieder nach Hause zu gehen. Und er sehnt sich nach Hause. Und wer glaubt, dass der Geist Gottes die Tiefen Gottes nicht forscht und nicht kennt seine Gedanken, die Tiefe des Vaters. Und wenn der Vater alleine weiß, dann sollte der Geist, der die Geheimnisse Gottes forscht, nicht wissen, was Gott vorhat. Ich bitte euch, denkt mal nach. Der Geist, der die Tiefen Gottes, der wohnt in mir, in dir, in dem, der in Christus ist, in dem, der mit Christus gestorben ist, in dem, der sagen kann, lebe nicht mehr ich, sondern der Christus in mir. Meine Lieben, können viele Daumen runter machen, ist absolut kein Problem. Mir reicht, wenn Gott oben einen Daumen hoch gibt. Und wenn Paulus gelogen hat, habe ich auch gelogen. Natürlich, nach dieser Zeit, was alles hier passiert, sagen wir, es könnte bis Mai passieren. Es könnte jetzt in April passieren, es kann aber auch September, Oktober sein. Okay, ich sage nicht, dass es nicht so ist. Aber eins weiß ich, es geht nicht über Jahre hinaus. Denn der Mensch der Sünde wird sich jetzt so langsam offenbaren müssen. Schau nach Israel. Israel ist 73 Jahre. Israel bemüht sich jetzt um das Bau des Tempels. Israel bemüht sich um den Friedens. Der Friedensvertrag ist eigentlich schon vorgelegt worden. Es ist noch nicht akzeptiert worden. Da kommt so ein Coronavirus, schmeißt alles um, beschleunigt alles auf einmal. Das, was 4-5 Jahre dauern hätte sollen, passiert jetzt innerhalb von ein paar Tagen. Wenn ich denke an Bargeldabschaffung, wenn ich denke an die Impfung, der eine totale Kontrolle ermöglicht, eine Zwangsimpfung, ja, prüfe sich jeder selbst, wo er steht. Ich möchte darüber auch keine Videos mehr machen, denn ich habe genug davon gesprochen. Aus verschiedenen unterschiedlichen Aspekten. Und es sind viele andere liebe Geschwister, die das sehr deutlich auch gemacht haben. Aber es gibt halt das Wort Gottes. Man kann halt bitteschön sich die Mühe mal machen und nach das Wort mal sich auch orientieren und sich mal Gedanken machen. Seid alle recht herzlich begrüßt, seid alle gesegnet. Danke für eure Gebete. Danke für die, die mir nicht den Rücken gedreht haben. Danke für alles im Herrn. Seid reich gesegnet.